Okay, ja, guten Morgen erstmal. Diejenigen, die schon länger da sind, ich hoffe, dass Sie nicht gleich wieder einschlafen. Ich bin Sascha Teichmann von der Intevation GmbH. Ich werde Ihnen heute etwas über Die4Elements erzählen. Steht so ein bisschen buzzwordartig Business Intelligence Werkzeug dabei. Wenn irgendwelche Wirtschaftsinformatiker dabei sind, die würden mich sicherlich dafür hauen, dass ich diesen Begriff verwendet habe. Es ist jetzt nicht die klassische Wirtschaftsanwendung, sondern es hat ganz klaren Raumbezug, es hat wissenschaftlichen Kontext, aber die Methodiken, die dahinter stehen, sind der Business Intelligence Logik sehr ähnlich, deswegen habe ich diesen Titel gewählt. Es wird primär um Data Mining gehen auf sehr großen Geodateninfrastrukturen. Wir haben ein Produkt entwickelt namens Die4Elements. Was das ist, was das kann, erzähle ich Ihnen alles gleich. Das ist vor 3 Jahren jetzt im Zusammenhang Arbeit mit der BSH entstanden, für Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Die haben ein sehr, sehr großes Data Warehouse, irgendwie ein 2-stelliger Terabyte-Bereich Daten. Die wollen Analysen darüber durchführen. Und dieses Tool ist dabei entstanden und ist inzwischen auch weiterentwickelt worden. Also ich wollte den Vortrag jetzt so in 2 Teile ungefähr untergliedern. Einmal wollte ich Ihnen die erste Inkarnation dieser Technologie zeigen, so wie wir es beim BSH gemacht haben. Das ist der ozeanografische Teil dabei. Und dann werde ich hoffentlich irgendwann auch mal live Internetzugang haben. Dann werde ich Ihnen die neue Variante davon zeigen. Das ist ein Produkt, das wir dann auf der Basis weiterentwickelt haben, das Framework weiterentwickelt haben. Das ist dann für die BFG realisiert. Also die Bundesanstalt für Gewässerkunde, die ist halt im wasserwirtschaftlichen Bereich. Und da kann man auch klarer sehen, wo die Business Intelligence an der Stelle ist. Wie gesagt, aber ich hoffe, dass ich bis dahin Internet haben werde, damit ich Ihnen das auch zeigen kann. Gut. Ja, ich sage noch kurz was zu meiner Firma, in der ich arbeite. Wir sind ein Unternehmen, das eigentlich exklusiv mit freier Software arbeitet. Also wir haben ein breites Anwendungsspektrum. Also wir sind im Geospatial-Bereich natürlich tätig, sonst wäre ich unter anderem nicht hier. Wir machen allerdings auch sehr viel Groupware. Wir sind sehr stark im Security-Bereich vertreten. Wir machen Netzabsicherung und wir haben auch noch Anwendungsbereiche in der Sozialinformatik. Es gibt gewisse Überlappungen in dem Bereich. Datenschutz ist zum Beispiel, wir machen große Fallaktensysteme für obere Bundesbehörden, die Jugendliche betreuen zum Beispiel. Das sind sehr hohe Anforderungen, was die Datensicherheit angeht und auch den Datenschutz. Wie gesagt, das ist ein breites Umfeld. Wir arbeiten auch sehr, wie alt unser Unternehmen inzwischen, 12 Jahre, wir eigentlich arbeiten, versuchen eigentlich komplett unsere Arbeit upstream zu geben. Ja, also wir machen zwar kundenorientierte Entwicklung, aber das, was wir bauen, geben wir nachher als freie Software raus. Ja, also das ist so ein bisschen Credo. Auch die Software, die Sie jetzt sehen werden, Die4Elements, ist als freie Software verfügbar. Die4Elements.org ist so eine Adresse, die Sie sich angucken können. Ist im Umgang mit Behörden immer etwas schwierig, weil sie noch Beratungsbedarf häufig brauchen, wie das mit freier Software geht. Also da sind die ganzen Mechanismen, wie gehe ich mit freier Software, noch nicht so richtig etabliert. Deswegen kann ich Ihnen auch zurzeit noch nicht sagen, dass die neue Variante, die FLUS 3 heißt diese neue Variante, ist noch nicht zum Download verfügbar. Da laufen noch interne Tests und Bewertungsprozesse innerhalb der Behörden. Also das ist nicht uns geschuldet, das liegt innerhalb der Behördenstruktur. Unser Fokus ist klar, den Kunden zu verstehen an der Stelle, auf den Kunden zuzugehen. Also wir sind nicht so der Dienstleister, der einfach eine Lösung irgendwie anpasst, sondern wir versuchen, das System nachhaltig zu bauen. Also wir versuchen, das Problem zu verstehen und eine Lösung zu bauen, die auch dem Kunden mittelfristig hilft, einfach im Gegensatz zu einer einfach dahingestellten Lösung. Gut, ich will hier keine Zeit verlieren. So, Die4Elements. Ich hatte schon im Vorwort so gesagt, wir haben ein großes Data Warehouse mit sehr, sehr viel Informationen drin, mit sehr, sehr heterogenen Informationen drin. Ja, und häufig macht man es halt so, ja, man setzt so ein Data Warehouse neu auf. Ja, man baut alles neu, man kann seine Analysen direkt quasi aus der Warehouse-Modellierung machen. Aber irgendwann kommen Sie halt zum Punkt, da existiert dieses Warehouse, hat hunderte von Relationen, die irgendwie verknüpft sind. Und Sie können nicht einfach hergehen in endlicher Zeit und irgendwie dieses Data Warehouse refaktorieren. Das kann man natürlich tun, aber das ist ein langgehender Prozess. Aber Sie wollen trotzdem auf diesen Daten arbeiten. Ja, also die klassischen Data Warehouse Tools greifen an der Stelle nur bedingt, weil die so ein bisschen ausgehen, dass man halt Data Warehouse refaktoriert, in kleinere Warehouses zerlegt und die dann der Analyse zuführt. Die Frage ist, ist es trotzdem möglich, auf diesen Data Warehouses zu arbeiten? Und genau diese Zielrichtung versuchen wir mit diesem Tool zu verfolgen. Die4Elements steht für Digging, Investigation, Viewing und Exporting.
Es gab irgendwann nochmal ein R für Reporting an der Stelle, aber das ist im Rahmen von Namenskollisionen, die wir hatten, was die Begrifflichkeiten des Tools angeht, verloren gegangen. Aber das ist eine andere Geschichte. Four Elements, das sind die vier Elemente, die wir haben. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Eher so ein antiquiertes Weltbild. Das soll so ein bisschen andeuten, dass das, was wir da entwickelt haben, nicht nur für den Wasserfall, wo in Anführungszeichen den Fall der Hydrologie und der Ozeanographie angewendet, sondern auch halt in anderen Bereichen der Geoinformatik. So, dann haben wir so die fachliche Ausgangssituation. Sieht so aus, es gibt schöne Bohrinseln, Bohrinseln nicht, also Messstationen, ja, die messen Strömungen, Salzgehalte, Planktongehalte, Sauerstoffgehalte. Davon gibt es hunderte auf der Nordsee. Da gibt es auch Schiffe, die auf der Nord- und Ostsee herumfahren, die so einen Messtrail hinter sich herziehen und räumlich verortete Daten aufnehmen. Auch jede Menge Parameter, die da aufgesogen werden. Die werden alle in ein schönes Data Warehouse eingepflegt mit ETL-Prozessen, wie man das vielleicht derjenige, der sich ein bisschen mit der Technologie und Thermologie auskennt, kennt, eingepflegt wird. Und die Frage ist, was machen wir jetzt damit? So, kommen wir gleich dazu, was Dive4 Elements kann. Es gibt ein Warehouse, das hat gewisse Grobstrukturen. Hier sind wir, das sind zum Beispiel all die Systeme, die gerade im Warehouse der BSH so drin sind. Verschiedenste Fachdaten. Es gibt einfache Messdaten von Bojen, es gibt extrapolierte und interpolierte Modelldaten, alles sehr heterogen. Und man will ein einheitliches Zugriffsmuster auf das Ganze bekommen. Also im einfachen Fall fängt das jetzt so an, wir sagen, wir möchten jetzt einfach mal das MANET-Subsystem angucken. Dann möchte ich gerne eine Zeitreihe darüber machen. Ja, dann interessiere ich mich für die Nordsee. Man sieht, also es sind durchaus andere Subregionen irgendwie auch möglich an der Stelle. Ja, und dann hätte ich mich im speziellen Fall für einen anderen Teil, für einen speziellen Teil der See interessiert. Dann möchte ich jetzt in diesem Fall genau diese Boje untersuchen. Dann hätte ich gerne die Skalarenwerte, die an dieser Stelle verfügbar sind. So, und jetzt diese Parameter, die an dieser Stelle vorliegen, kann ich mir jetzt auch aussuchen. Warum ist das so Schritt für Schritt aufgebaut? Nicht jede Boje hat zu jedem Zeitpunkt alle Werte. Also Sie wollen dem Nutzer auch nicht in die Irre führen. Wenn Sie den riesen Fächer der Parameter, die dieses ganze System hat, aufspannen wollen mit einer statischen Geschichte, läuft er ins Leere. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn er sich einfach eine Parameterfahrt rausgreift aus der Angelegenheit, ins Leere läuft, er ist einfach nichts, das ist einfach nicht zielführend. Also man muss den Nutzer an der Stelle schon führen und sagen, was gibt es denn an der Stelle? Das ist ein so ein Aspekt, was der Dive4 Elements beziehungsweise beherrscht. Und dann gibt es das Ganze natürlich noch in Nativen aufgeklustert. Ja, hier sehen wir auch diese Kompatibilitätsmatrix. Also wir sehen, dass zum Beispiel die Lufttemperatur nur an der Oberfläche gemessen ist. Überraschung, ja. Unter Wasser ist auch nicht so viel. Während andere Parameter, zum Beispiel der Salzgehalt, in in 32 Meter Tiefe vorliegen. Also das ganze System an sich ist relativ sparse. Also es gibt viel Daten, aber die sind auch nicht unbedingt zugreifbar. Und das System liefert dem Nutzer die Möglichkeit, diese Daten zu navigieren. Dann hat das Ganze natürlich auch eine zeitliche Komponente. Es werden Messfahrten unternommen seit 1950. Extrem viele Messfahrten, daher die vielen Daten. Also müssen wir auch schauen, gegeben der bereits gegebenen Daten, die wir haben, welche Zeiten liegen überhaupt vor. Dieses Zeitfenster wird dynamisch berechnet aus den gegebenen Dingen, die vorher da sind. So, jetzt haben wir Daten gefunden. Jetzt können wir den Nutzungszweck durchführen. Jetzt haben wir im ersten Fall quasi die Parametrisierung abgeschlossen und jetzt können wir die Analysen darauf durchführen. Es sind verschiedene, die wir haben. Hier sehen wir einfach abgetragen die Zeit gegenüber den jeweiligen Parametern. Es ist, glaube ich, Salz und die Lufttemperatur abgetragen. Das ist so das Hauptfenster. Die verschiedenen Aktionen, die Sie halt haben. Sie können umschalten, okay, Sie interessieren sich für Statistiken auf dem Ganzen. Können Sie sich jetzt on the fly dazu holen. Sie können Histogramme dazu bauen. Sie können die Daten exportieren, um sie einer externen weiteren Analyse durchzuführen, um weitere Analysen damit zu treiben. In verschiedensten Formaten. Es gibt Optionen für die Diagramme. Ja, Sie können das als SVG sich exportieren, als PNG, als was das Herz begehrt, PDF. Weitere fachliche Analysen habe ich jetzt dran geschrieben. Ich will Ihnen das ganze System erklären, das ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Ich habe es jetzt leider nicht vorbereitet, aber wenn man sich den kompletten Möglichkeitsraum nimmt, sind das 13 verschiedene Schiefen, die irgendwie so eine Parametertiefe bis zu 15 haben, mit Querverbindung. Das ist eine Komplexität, die man erstmal meistern muss. Hier haben wir zum Beispiel so einen Fall, dass wir einfach
einen Schnitt in die Tiefe machen, wenn ich das jetzt richtig habe, dass sie einfach so gucken, ich gucke mal von der Wasseroberfläche bis in 50 Meter Tiefe und schaue mir dann, wie die Parameter variieren. Dann, was habe ich hier? Ein sogenanntes Horizontalprofil, da halte ich quasi eine Ebene, also eine Schichtungsebene innerhalb des Meeresspiegels fest und gucke mir da den Parameterwert an. Und jetzt kommen wir so langsam zum quasi Kartenaspekt. Sie können natürlich mit einer vorgeschalteten Redlining-Komponente sich eine Tour entlang von Nord- und Ostsee definieren und da Parameter sich entlang dieser Ebene angucken. Sie wählen dann noch zusätzlich irgendwelche Tiefen, dann können Sie halt sehen, wie es halt ist. Dann geben Sie entsprechende Kurven dazu. Und das ist auch eine sehr schöne Angelegenheit. Sie können Profilschnitte durchführen. Hier sehen Sie zwei Arten von Profilschnitt. Einmal quasi der Schnitt gegen das digitale Geländemodell. Also was hier grau ist, ist quasi der Untergrund des Meeres. Und hier sehen Sie dann die Schichtungen in Temperaturen klassifiziert nach Temperatur. Das können Sie auch für die anderen Parameter, Salzgehalte, Planktongehalt etc. machen. Was Sie hier noch sehen, ist, also das ist der Profilschnitt, das ist ein sogenannter Horizontalschnitt. Da betrachten Sie die flächige Information. Das ist eine Interpolation der quasi Oberflächentemperaturen zu einem gewissen Zeitpunkt. Auch da können Sie ein Tiefenmodell, das ist wirklich ein 3D-Modell, in die Tiefe gehen. Sie können sich angucken, am 3. Januar 1983 in 3 Meter Tiefe, wie tief war das Wasser? Wie kalt war das Wasser in 3 Meter Tiefe? Also derartige Spielereien. Während der Entwicklung haben wir es zum Beispiel so ein bisschen im Scherze dazu benutzt, uns unser Badeurlaub zu planen, indem wir so geguckt haben, wo sind die wärmsten Orte in Nord- und Ostsee und so, wo lohnt es sich. Hier sehen Sie noch mal ein anderes Beispiel. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Ja, was ich hier will, das Ganze wird natürlich auch zur Verfügung gestellt für externe Dienste. Deswegen hier oben sehen Sie entsprechend eine WMS-Anfrage. Sie können das halt hernehmen und das in entsprechende Layer einbinden, um es quasi in anderen Kartenkomponenten weiterzuverwenden. Hatte ich erwähnt, dass man das Ganze natürlich auch aus Shape exportieren kann? Also es ist nicht nur einfach so ein Bild, es ist wirklich vektorisierte Daten. Ich gehe nochmal zurück. Ups. Sie sehen hier, dass sogar Isolinien berechnet werden. Die kommen separat als Shapefile raus. Sie können auf der Ebene dann auch entsprechend weiterarbeiten. Es ist nicht nur quasi flächige Informationen. Wenn Sie sich für die Lage von verschiedenen Schiffen zu verschiedenen Zeitpunkten entziehen, können Sie sich das angucken mit diesem Analysesystem. Können das auch entsprechend in externen Komponenten sich betrachten. So. Das ist nur so grob angerissen, was das Vehikel so kann. Was macht es jetzt aus? Für den Nutzer ist es ein Recherchevektor auf wirklich umfangreichen Datenbeständen, es ist ein Visualisierungswerkzeug. Analysen haben Sie auch gesehen. Ich zeige Ihnen gerade, wenn ich gleich mal Internetzugriff habe, was an neuen Möglichkeiten existieren. Sie können Daten quasi damit produzieren, Sie können in die Druckstufe, in die Produktion gehen. Und für den Betreiber ist es so, Sie können Ihr Data Warehouse behalten, das Sie haben. Ja, und können auf diesem Data Warehouse die entsprechenden Analysen anbieten. Natürlich werden Sie auf der untersten Ebene irgendwann Optimierungen durchführen. Ein klassischer Fall ist das Auffinden von Schiffen. Es werden, glaube ich, aktuell von der BSH 5 Schiffe betrieben. Aber es gibt keine explizite Tabelle innerhalb dieses ganzen Dataklasses, die sagt, das sind diese Schiffe. Sie müssen einen linearen Scan über irgendwie 61 Millionen Daten durchführen, um herauszufinden, welche Schiffe effektiv existieren. Das ist ein Modellierungsbug, den müssen Sie natürlich irgendwie beheben, wenn Sie diese Fragestellung beantworten wollen. Sie können alle Parameter variieren. Ja, die Herausforderung habe ich so ein bisschen schon durchscheinen lassen. Es ist halt, eine existente Struktur so aufzugreifen, dass sie effizient nutzbar ist. Und das Ganze muss natürlich auch noch funktionieren in nahezu gefühlter Echtzeit. Reaktionszeit muss gering sein. Der Nutzer ist von modernen Web-Applikationen erwartet, dass es auf Klick kommt. Das ist bei derartigen Datenstrukturen auch nicht so einfach zu realisieren. Zur technischen Lösung. Das Ganze besteht aus mehreren Schichten. Wir haben auf der untersten Ebene eine Fachdatenbank, das Warehouse. Es gibt eine Datenabstraktion, ich habe hier Java SQL drauf geschrieben. Das ist sowohl JDBC als auch Hibernate als Abstraktionsschnittstelle, wer sich technologisch da auskennt. Dann eine zentrale Komponente ist das sogenannte Artefaktsystem. Das ist das System, was diese Parameter trackt und es ermöglicht, effektive Caching-Mechanismen und Zugriffsmechanismen auf dem System zu etablieren. Daneben gibt es noch Fachdaten-Caches, das ist mit EH-Cache realisiert, um zum Beispiel einen WMS-Dienst zu steuern. Wir haben einen UMM an der Stelle angebunden, um halt gute Technologie an der Stelle nutzen zu können. Das Ganze selbst muss natürlich stabil sein, ja, in dem Sinne, wenn ich etwas berechne, ja, das muss morgen ja auch irgendwie noch da sein. Wenn der Nutzer sich angemeldet hat, möchte er eine teure Berechnung, die er durchgeführt hat, mal wieder nutzen können. Also insofern müssen Sie auch das
das Session-Management einer gewissen Persistenz und Zuverlässigkeit zuführt. Und das ist dann auch mal in einer expliziten Datenbank modelliert. Aber das ist ein technisches Detail. Obendrauf, und das ist jetzt auch ein zentraler Punkt, das Ganze ist über eine REST-Schnittstelle bedienbar. Der Klient ist austauschbar. Also technische Interesse hat, ich kann gerne am Stand vorbeikommen, ich zeige Ihnen das gerne auf technischer Ebene mal. Aber das, was Sie zur Manipulation dieser Dinge brauchen, haben Sie an diesem Zugriff. Wir haben hier beim BSH einen sehr klassischen Web 1.0-Ansatz gewählt mit Apache Struts, also einer klassischen Geschichte. Deswegen auch diese wenig interaktive Step-by-Step-Wizard-Technologie, die Sie da gesehen haben. Wir haben jetzt eine neue Technologie gebaut, die mit Hilfe von Ajax, in diesem Fall haben wir das mit GWT und Smart GWT realisiert, auch höhere Interaktionen und bessere Interaktionen ermöglicht. Und natürlich die Browser-Technologie. So, das ist, habe ich bestimmt auch alle schon mal irgendwie gesagt, Darstellungsmöglichkeiten, Anwendung externer Klienten durch die entsprechende REST-Schnittstelle. So, die nächste Generation. Jetzt kommen wir so langsam an den Punkt, wo ich eigentlich gerne Internet hätte. Ich muss da mal eben eine URL eingeben. So. Irgendwie ist dieses Tastatur-Layout auch erst gewöhnlich bedürftig. HTTP. Das ist jetzt aktuelle Brand-Upfront-Entwicklung, die Sie jetzt sehen. Also wenn nicht alles hundertprozentig funktioniert, ist es dem geschuldet. Das System ist gerade in der Entwicklung. Aber ich traue mich, es auf jeden Fall zu zeigen. Also es sollte Ihnen auch eine gewisse Zuversicht zeigen, dass es nicht völlig katastrophal wird. So. Let's see. Ja, das ist schon gut. Das ist natürlich jetzt ein Testsystem, das nicht völlig frei zugänglich ist. So, nein. So, was sehen Sie hier? Ja, wir sind schon Maus. Was wir jetzt umgebaut haben, Sie haben vorhin so ein Durchsteppen gesehen. Ja? Sie hatten quasi aber nicht die Möglichkeit, Dinge quasi miteinander zu vergleichen. Wir haben jetzt die Idee von sogenannten Projekten dazu gebaut. Diese Hexnummer, die da stehen, das ist ein Artefakt, in Anführungszeichen, aus der REST-Schnittstelle. Diese ganzen Artefakte sind mit UUIDs identifiziert und zu Testzwecken benennen wir sie in der Oberfläche gerade irgendwie mit diesen internen eindeutig zuordbaren Nummern. Also es ist quasi Debug, was Sie da sehen an der Stelle. Man kann sie auch umbenennen. Was ich jetzt einfach machen kann, das Ding, ein neues Projekt, ja, ich möchte mich jetzt, das ist jetzt der hydrologische Teil, zum Beispiel möchte ich jetzt mal an der Saar was machen. Ja, also insgesamt hat die Bundesanstalt für Gewässerkunde beschäftigt sich mit den Bundeswasserstraßen, mit den schiffbaren großen Bundeswasserstraßen, sind glaube ich 13 Stück, macht allerhand Dinge da drauf, Hydrologie ist ein so ein Thema, ökologische Aspekte, ist weitreichend. In Fluss geht es als Software darum, Pegelinformationen flussweit mit einem mathematischen Modell abzuwickeln. Sie kennen vielleicht Pegel Online, der eine oder andere von Ihnen. Da werden an gewissen Stellen innerhalb eines Flusses werden quasi Pegelstände erhoben. Was Fluss auf der Stelle macht, ist der Pegel zwischen den Pegeln. Also Sie haben nicht nur diese punktuellen Daten, sondern Sie haben durchgehend für das komplette Gewässer ein mathematisches Modell, das es Ihnen erlaubt, in Annahme von gewissen Parametern Simulationen durchzuführen. Typisches Beispiel ist, Sie sitzen jetzt in einem Wasserschifffahrtsamt und möchten entscheiden, ob Sie entsprechend eine Deichausbaumaßnahme durchführen wollen. Ist eine interessante Frage, wie hoch macht man so einen Deich? Die sind teuer, die Teile. Deswegen ist es mal ganz interessant zu wissen, wie sieht denn zum Beispiel die Statistik aus auf dem Ganzen? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass in den nächsten 100, 200 Jahren ein Hochwasser kommt, das diesen Deich überspült? Und genau diese Art von Simulationen können Sie innerhalb mit diesem Tool durchführen. Wir arbeiten innerhalb der Entwicklung mit 3D-Modatenflüssen, einem kurzen Fluss in Anführungszeichen der Saar, einem in der mittleren Länge und einem langen Fluss der Elbe. Aber Sie werden, wenn das System im Juni wird es soweit sein, produktiv geht, werden Sie auch noch solche Dinge wie die Donau haben, den Rhein haben, die großen Gewässer. Ich nehme jetzt mal die Saar. So, auch hier sehen Sie wieder den ähnlichen Ansatz. Auch hier haben Sie verschiedene Möglichkeiten innerhalb des Tools. Ich kann Ihnen jetzt bereiten, auch nicht die Möglichkeiten dieses Tools, die sind ähnlich komplex, wie es bei der BSH der Fall ist. Es sind verschiedene Aufgabenstellungen hydrologischer Natur, die Sie beantworten wollen. Ich mache mal den simpelsten Fall einer Wasserspiegellagenberechnung. Das übernehme ich jetzt mal. So,
da sehen Sie dann auch wieder, anhand der Informationen zum Fluss von 0 bis 43 Kilometer in 100 Metern, kann ich an verschiedenen Orten irgendwas ausrechnen. Voreingestellt ist, dass es eine Streckenberechnung für den ganzen Fluss ist. Ich kann das auch auf einzelne Punkte innerhalb des Flusses machen. Ich nehme mal den kompletten Fluss. Ja, die Maus ist, ja, geht auch nicht. Genau. Dann gibt es verschiedenste Parameter, die Sie einstellen wollen. Wasserstände, Durchflüsse, ich möchte Ihnen jetzt die hydrologischen Details irgendwie doch verschweigen, aber diese Werte, die Sie hier sehen, sind so statistische Werte. Das sind so Durchflusswerte von so statistisch wahrscheinlichen Hochwässern innerhalb von 50, 25 und so weiter Jahren. So, dann können Sie zum Beispiel mal hergehen und sagen, ich interessiere mich mal für so Niedrigwasser, und das ist dieser Wert hier, und ich interessiere mich mal für ein Hochwasser der statistischen Klasse alle 200 Jahre. Ich weiß, habe ich jetzt nicht doppelt geklickt irgendwo, oder? Genau, so, habe ich das zusammengesetzt. Man kann Parameterstudien an der Stelle durchführen, Sie können Parameter variieren etc. Das schaltet sich dynamisch um in einen anderen Sinn. Hier sehen Sie auch, dass wir so ein bisschen das Schema dieses Wizards aufgebrochen haben. Also wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann ändert sich dieses Bild. Ich will es jetzt nicht tun, aber das kann ich Ihnen nachher auch vielleicht nochmal am Stand zeigen. Kann ich sowas durchführen. So, jetzt geht er in sich und rechnet. Das sind durchaus einige Datensätze, die er zu machen hat. Genau, es treten irgendwelche Anomalien im Modell auf, dass gewisse Dinge nicht vorkommen. Und dann sehen Sie, dass Sie hier die Berechnungsergebnisse haben. Sie können aber dann auch einfach mal hergehen und sagen, okay, auf Basis dieser Berechnungsergebnisse hätte ich gerne jetzt einen Längsschnitt. Das ist jetzt abgetragen. Ich versuche es mal ein bisschen besser. Projekte verwalten, das kann man wegblenden. So, und dann können Sie hier zum Beispiel sehen, da haben Sie auch Raumbezug an der Stelle. Sie haben unten quasi am Flusskilometer eingetragen, die verschiedenen Orte, die sich da stattfinden. Und das sind Wasserspende über normal Null. Ja, Sie könnten jetzt, ich zeige es Ihnen jetzt nicht mehr, die Zeit wird etwas knapp, zum Beispiel diesen ermittelten Wasserstand hernehmen und das von der Deichhöhe subtrahieren. Da gibt es ein Modul dafür, das heißt W-Differenzen. Damit können Sie dann herausfinden, an welchen Stellen, unter welchen Gegebenheiten der Deich überspült wird. Sie haben jetzt volle Möglichkeiten, die Sie sehen, Sie können halt Komponenten hier arbeiten. Sie können Eigenschaften einstellen, Farben ändern etc. Das sind alles Dinge, die Sie in der ersten Version nicht konnten. Sie haben die richtige Möglichkeit, das zu stylen. Das ist nicht nur im Kartenteil so, sondern auch im Diagrammteil so, sondern das zieht sich auch in die Karte weiter. Ein weiteres Modul, das Sie jetzt haben, ist jetzt, das kann ich Ihnen mal kurz zeigen noch, dann ist noch mein Vortrag zu Ende, dass Sie auf der Saar sein neues Projekt haben. Jetzt können Sie Querabhängigkeiten zwischen Projekten modellieren. Jetzt möchte ich gerne eine Überschwemmungskarte machen. Das ist ja alles bisher so 1D- und Punktdaten. Aber jetzt haben Sie ein digitales Geländemodell zum Beispiel. Sie möchten jetzt wirklich wissen, wie spült sich quasi oder wann schlägt das quasi gegen das Gelände an. Ja, dann kann ich das mit Hilfe dieses Moduls machen. Auch wieder, ja, hier nehme ich mal einen kürzeren Streckenabschnitt. Also wie gesagt, da ist einiges, was an Daten durchgenudelt wird. Das Ganze ist auch Geoprocessing tauglich. Also es ist quasi sowas ähnliches wie WPS. Es ist sehr nah dran. Es ist auf das Artefaktmodell angewandt. Sie können Prozesse, die sehr lange sind, einfach in den Hintergrund legen. Sie können das Fenster zumachen. Das Prozess läuft weiter. Sie können ihn abbrechen. Sie können voll weiterarbeiten. Es gibt ein transparentes Management von Jobscheduling. Also es sind natürlich begrenzte Ressourcen. Ja? Wenn 20 Leute irgendwie auf einem kompletten digitalen Geländemodell der Mosel mit 16 oder 19 Millionen Datenpunkte irgendwelche Triangulationen mit Wasser ausspülen, dauert das so etwas an Zeit. Und irgendwann geht das System in die Knie. Da müssen Sie anfangen, das zu schedulen. Ja, das liefert das System unter anderem auch. Ich nehme mal einen kurzen Flussabschnitt, nur so einen ersten Kilometer, damit wir noch in Echtzeit quasi hier so ein bisschen Ergebnisse sehen. Und hier sehen Sie das. Ich habe gerade eine Wasserspiegellagenberechnung durchgeführt. Jetzt kann ich diese hernehmen und quasi in den neuen Analyseprozess einfügen. Dieses Konzept nehmen wir den sogenannten Datenkorb. Der zieht auf der einen Seite Ihre eigenen Analyseergebnisse heran und ist aber auf der anderen Seite in der Lage, die Grunddatenbestände des Warehouses auch weiter zu nutzen. Das geht sehr weit. Am Stand kann ich Ihnen noch viele Details dazu erzählen. Ich nehme mal meinetwegen diesen hier. Ich nehme mal das Niedrighochwasser. Da ist ein harmloser Fall. So, das ist noch so ein. Müssen wir uns noch für eins der digitalen Geländemodelle entscheiden. Das ist inzwischen eigentlich auch schon gelöst, weil sich ja aus Rahmen des Kilometers auch der Flussabschnitt ergibt. Ja, und dann kann man noch so verschiedene Dinge einstellen. Das sind alles Details für das Rechenverfahren. Ich nehme jetzt einfach mal die Default-Werte.
oder einfach mal ein paar klicke ich da rum. Das ist jetzt nicht fachlich sinnvoll, was ich tue. Also der entsprechende Sachbearbeiter in der BFG würde mich jetzt prügeln, wenn ich das einfach so tue. Aber mir geht es auch eher darum, das Konzept zu zeigen, das an der Stelle ist. So, hier sehen Sie zum Beispiel, jetzt sollte irgendwann, das ist ein WMS-Layer kommen, der kommt auch irgendwann, und dann können Sie zum Beispiel auch modellierend eingreifen. Sie haben Ihren Wasserstand bringen, dann das digitale Geländemodell. Und jetzt können Sie, es fehlt leider jetzt irgendeine TK dahinter, damit man irgendwie was sehen kann. Irgendwie fehlt irgendwie der WMS-Layer an der Stelle, aber das ist ein technisches Detail. Dann können Sie hergehen und einfach ein Redlining durchführen. Sie können einen Deich einzeichnen, einen Graben an der Stelle und sich gucken, wie wirkt sich das effektiv aus. Mache ich jetzt auch nicht, also soll jetzt auch ein bisschen schneller gehen. Dann rechnet er diese Geometrien, die Sie gerade erfasst haben, mit in die Berechnung ein. Sie sehen jetzt, er geht jetzt in sich und rechnet. Ja, er ist jetzt dabei, er erzählt mir was. Aber ich sagte schon, dieses Projekt kann ich einfach schließen. Das läuft im Hintergrund weiter. Es ist immer noch erreichbar über die Projektverwaltung. Es ist dieses Projekt, das ich als letztes angegeben habe. Ja, ich klicke darauf doppelt, dann läuft es halt weiter. Also ich kann irgendwie ins Wochenende gehen, übers Wochenende 30 Batchjobs rechnen lassen und es ist dann irgendwann fertig. Und ich kann mir nachher die Dinger dann auch zusammenladen. Jetzt ist er fertig. Und wir sehen, dass wir einen neuen Reiter bekommen haben mit dieser Überschwemmungsfläche. Ja, hier sehen wir, dass wir irgendwas gerechnet haben. Es fehlen natürlich auch hier irgendwie eine Hintergrundkarte. Also da müssen Sie sich jetzt ein schönes Stück TK, irgendwie Orthofotos, irgendwas vorstellen. Das ist irgendwie zurzeit nicht richtig konfiguriert. Das sind aber WMS-Dienste, echte WMS-Dienste, die wir mit UMN realisiert haben. Was Sie da sehen, man sieht es auch vielleicht an der gepixelten Grafik hier, ist GetLegion-Item, quasi direkt als Thema eingebunden in die Oberfläche. Ja. Sie haben dann auch die Möglichkeiten, was ich vorhin schon sagte, auch hier können Sie dann einfach die Eigenschaften ändern und zum Beispiel die Flussachse mit einer anderen Farbe versehen. Ja. Das wird in diesem Fall über einen Templating-Mechanismus für Map-Files gelöst. Aber Sie könnten genauso hergehen und irgendwelche SLDs generieren, die quasi diese Eigenschaften modellieren. Und dann ist halt diese Linie rot. GetLegion-Item wird übrigens nicht refreshed, wie man gerade sieht, aber es ist auch ein weiterer Defekt. Das Ding hat viele Möglichkeiten. Dieser Datenkorb erlaubt es unter anderem wirklich auch Verschnitte von verschiedensten komplexen Prozessen durchzuführen. Auch die sich gegenseitig beeinflussen, aber das ist im Kern das, was wir gerade so haben. Sie können alle Tools, die Sie so quasi aus dem WebGIS-Bereich so können, hier zum Einsatz bringen. Sie können auf dieser Karte zoomen, aber da erzähle ich Ihnen nicht viel Neues. Das sind Sie inzwischen gewohnt und auch verwöhnt mit entsprechenden Technologien. Das ist ein Open-Layers-Client, den wir mit der GWT-Wrapper-Geschichte an unser GWT-Oberflächensystem angebunden haben. Das funktioniert auch hervorragend gut. Also Sie sehen Open-Layers, das im Wesentlichen die Karte rendert, unten drunter ist ein UMM-Server und natürlich eingebettet in unser Gesamtsystem. Was man dazu sagen muss, Sie sehen hier, Sie können so Favoritenprojekte so machen, das sind viele Daten, die Sie gegebenenfalls generieren. Ja? Das vermüllt das System auf Dauer, deswegen ist der Standardfall so, dass irgendwie nach einer definierbaren Zeit diese Dinge weggeräumt werden. Und zwar extern weggeräumt werden. Der Map-Server muss dekonfiguriert werden, irgendwelche Datenbankeinträge müssen gelöscht werden. Das muss asset-konform sein. Sie können nicht einfach irgendwie Datentrümmer hinterlassen. Aber Sie können auch Daten persistent machen, indem Sie sagen, das ist mein Lieblingsprojekt. Dann wird das nicht nach irgendwie zwei Arbeitstagen weggeräumt. Das ist so eine Ressourcenoptimierungsmaßnahme. Sie müssen auch, egal wie Sie vorsichtig mit so einem System, Sie müssen immer, wenn Sie dem Nutzer per Web die Möglichkeiten geben, Daten zu erzeugen, ihm ein Limit setzen. Ja, also gerade bei so großen Warehouses ist es ziemlich einfach mal, ich berechne mal auf der kompletten Elbe in Meterabschnitten Wasserstände für so und so viele Parameter. Da kommen Sie im durchaus Gigabyte-Bereich von Ergebnisdaten raus. Das System skaliert sehr hoch, also das können Sie clustern, Sie können es cachen, aber irgendwann ist dann auch diese Kapazität erfüllt. Insofern muss man da gewisse administrative Grundsätze und Linien ziehen, wo dann auch Schluss ist. Das ist so eine dieser Maßnahmen. Es gibt noch weitere, aber das sind technische Details. Gut, das war das eine. Jetzt kann ich vielleicht noch mal kurz zur Originalfolie zurück, aber da steht eigentlich auch nichts mehr drauf, außer, dass der Vortrag zu Ende ist. Ich frage Sie nach. Sie das doch einfach ohne Folie. Ja, genau. So, das war mein Vortrag. Ich hoffe, es war erläutert.